Ja, das Bundeslager ist für uns immer ein Highlight im Pfadfinderjahr. Es ist toll, weil viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam ja eine kleine Stadt zum Leben erwecken. Und gerade so im Reformationsjubiläum im Jahr 2017, wo wir sehr, sehr viele Veranstaltungen auch haben und sehr engagiert sind, ist es natürlich schön, wenn ja, die Familie sozusagen hier in Wittenberg zusammenkommt. Die Spielgeschichte bietet den Rahmen für die 10 Tage, die sich die Pfadfinderinnen und Pfadfinder hier auf dem Lager befinden. Und ja, bei den Meyers geht es ums Geldverdienen erstmal. Das ist die Weltmacht. Wir befinden uns 500 Jahre in der Zukunft und da werden die Meyers die Weltmacht, was das Kapital angeht, übernommen haben. Und ja, im Prinzip geht es uns schon darum, dass dann die Teilnehmenden auch feststellen, dass das nicht alles sein kann und dass es eben ja, mit Weitblick auch weitergeht und wir anders die Welt besser machen können. Wir sprechen über 6 Tonnen Kartoffeln, ich glaube 12 Tonnen Milchprodukte. Jetzt haben wir heute eine Lieferung von 800 Kilo, also fast eine Tonne Brot bekommen. Wir haben hier in den nächsten 10 Tagen rund 120.000 Mahlzeiten, die wir über den sprichwörtlichen Tresen geben. Also wir kochen nicht selber, aber die Grundbestandteile dazu gehen über den Tresen.